Einfach cool hier. Ein kleines U-Boot. Ah ja. Ein cooles U-Boot. Cool, dass du im Studio. Den Dreharbeiten zum Film Das Boot. Für den Film hat man natürlich ganz viel Wasser am Set gebraucht. Mhm. Und damit es ein bisschen echter aussieht, hat man sich aus der Isar baggerweise Schlamm hierher gefahren. Mhm. Und da hat natürlich auch was drin gelebt. Vor allem ganz viele Frösche. Oh. Und die Frösche haben irgendwann dann auch geleicht, also Eier gelegt. Und schon bald gab es noch mehr Frösche am Set. Mehr zum Film Das Boot gibt's an der nächsten Station. Super. Aber jetzt wird doch heute noch wirklich gedreht, Film, oder? Oder ist heute Feierabend hier? Nee, heute da hat ja die rote Lampe geleuchtet, das heißt, gerade wird da drin gedreht tatsächlich. Nur einer, oder? Sturm der Liebe, die haben das quasi Dauer gemietet, diese Halle. Ah. Genau. Und wo hier ist auch das Wikischiff, oder? Was ist hier? Das Wikischiff. Das Wikischiff verschimmelt. Also das gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr? Nee, leider nicht. Das Dorf wird auch abgerissen von den... Ja, das ist alles verschimmelt. Das Dorf zerfällt. Ja. Das kostet Renovierung 50.000 und die Stadt will es nicht machen, die will draußen einen Badeort machen. Das also du meinst jetzt am Walchensee da? Ja, Walchensee, wie heißt da? Ach so, ja. Nee, also hier hatten auch sowas ähnliches. Das ist, wie gesagt, alles kaputt gegangen. Ja, da auch. Ja. Waren da erst vor 2 Tagen. Ist doch da als Bauzone, wird nichts abgerissen, weil sie haben vor ein paar Wochen entschieden, es abzureißen. Ja. Wollen das drin, aber 50.000 zu teuer? Ja, ist schon teuer. War eine schöne Kulisse eigentlich. Ja. Und der See ist einfach wunderschön. Ja, habe ich auch schon gehört. Und wurde auch jetzt was wie 5 Freunde gedreht? Ich glaube schon, aber ich bin mir da jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Jetzt da auch kein, ja, wir haben schon 5 Freunde Drehorte besucht und für YouTube gedreht. Also ja. Bodenmais, Fränkische Schweiz, ja. Sächsische Schweiz. Sächsische Schweiz ist schön. Und von diesem Ding bei uns in Bamberg ist doch die Schule der magischen Tiere 2 und 3 gedreht worden. Ja. Das habe ich alles rausgefunden, was wir gedreht haben und auch da eine Reportage gemacht, YouTube. Bist du so ein Film? Ich mache ja YouTube und da mache ich das hobbymäßig. Ich filme das, Zeug oder selber Theater spielen oder gehe auf Autotreffen, filme das oder was mir halt so einfällt. Cool. Alles. Das ist einfach nur Deko. Also, Dekoration. Film oder so. Das Boot will noch einige Mal. Das Boot.
das Boot gesehen. Okay, nicht so viele. Wundert mich aber auch nicht, ist eher so ein... Ja, wenn eure Väter und Großväter mögen den Film wahrscheinlich. Ist ein bisschen so ein alter Männerfilm. Das Boot ist tatsächlich der erfolgreichste deutsche Film, den es bisher gegeben hat. So was Ähnliches habe ich vorhin schon gesagt bei der unendlichen Geschichte. Die ist aber nur der erfolgreichste deutsche Fantasy-Film aller Zeiten. Das Boot ist wieder vom selben Regisseur, von Wolfgang Petersen. Und man stand bei den Dreharbeiten vor allem vor einem Problem. Der Film handelt ja von einem deutschen U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg. Er wurde aber in den 80er Jahren gemacht. Also hatte man kein originales U-Boot mehr vorhanden, weswegen man sich mehrere kleine Modelle bauen musste. Eins habt ihr vielleicht auch schon gesehen, das steht im Eingangsbereich. Das ist 11 Meter lang und das hat man von innen gesteuert. Bei der ersten Testfahrt im Chiemsee ist das Ganze auch gleich mal in die Hose gegangen. Das U-Boot ist nämlich nicht wieder aufgetaucht mit dem Mann, der drin saß. Der lebt aber noch, man hat ihn retten können und das Modell dann vor allem in der Nordsee und im Bodensee eingesetzt. Hier neben mir seht ihr den U-Boot-Turm und da auf dem Foto seht ihr den in Action. Da steht er in der Halle 4.5, da kann man einen künstlichen Regen einschalten. Ihr seht einen schreienden Mann, das ist Herbert Grönemeyer. Cool. Der schreit da gerade Warschau. Warschau ist nicht nur die Hauptstadt von Polen, ist auch ein Begriff im Seemannsdeutschen, ist eine Abkürzung für Warnung und Schauen einfach. Genau. Hier auf dem Bild von euch aus ganz links seht ihr das 64 Meter lange Modell, wie es in La Rochelle in Frankreich einfährt. Das ist so oft kaputt gegangen bei den Dreharbeiten, dass man den ganzen Film fast einfach hätte sausen lassen. Da liegen tatsächlich immer noch größere Wrackteile im Hafen von La Rochelle, weil es einfach zu teuer war, das alles wieder mitzunehmen. Ihr dürft jetzt alle mal ein Stück hier rüber zu dem kleineren Modell gehen. Das Modell ist 5,5 Meter lang und das hat man vor allem für die Unterwasserszenen gebaut. Das konnte man ähnlich wie den Steinbeißer wieder mit einer Fernbedienung bedienen. Bei der Spitze, die zu mir rüber zeigt, seht ihr vorne zwei quadratische Löcher. Da konnte man tatsächlich auf Knopfdruck kleine Torpedos rausschießen lassen. Hier auf dem Foto seht ihr dieses Modell in Action. Da ist es in der Halle 4.5 auf einem riesigen Trickfilmbecken, 12x8 Meter groß und ganze 6 Meter tief war das. Und da hat man die spanische Hafenstadt Vigo nachgebaut. Diese Berge sind aufgemalt, der Rauch kommt aus einer Nebelmaschine und diese ganzen Lichter, das sind Glühbirnen, die hat man in so kleine Holzhäuschen reingesteckt. So ein Holzhäuschen wäre mir etwa bis zum Knie gegangen, also mal so zur Größenvorstellung, das war echt sehr groß aufgebaut. Auf dem U-Boot-Turm könnt ihr, wenn ihr genau hinschaut, zwei kleine Köpfe sehen. Das sind die Köpfe von zwei Barbies. Und eine von den beiden Barbies hat man tatsächlich ein wenig umgetüftelt. Die konnte sich dann nämlich auf Knopfdruck ihr Fernglas ins Gesicht setzen und wieder runternehmen. Die Uniformen für die Puppen hat Lodenfrei, ein großes Münchner Modehaus, hergestellt. Damit das einfach originaler aussieht. Von denen sieht man aber gar nichts im Film. Und das liegt an diesem Wassertropfen hier vorne. Man sieht den da und wenn dieses U-Boot jetzt original groß wäre, dann müsste dieser Wassertropfen auch so ein Riesentrumm sein. Solche Wassertropfen gibt es nicht, also hat man dann einfach die Szene gekürzt in der Hoffnung, dass es keinem auffällt tatsächlich. Wir gehen jetzt gleich durch U-Boot durch. Passt dabei bitte auf eure Köpfe und Knie auf. Wir müssen nämlich zweimal durch sehr kleine Luken durchsteigen. Okay, kann ich. Wer Platzangst hat oder sich nicht fit genug fühlt, kann einfach außen rumgehen. Da ist eine Rampe, da könnt ihr hoch und es euch trotzdem mal anschauen. Für alle anderen gibt es noch eine kleine Aufgabe. Ihr dürft nämlich mal zählen, wie viele Betten ihr da drin finden könnt. Oder Kojen. Das sind weniger Betten. Ja, ich war schon irgendwo drinne. Museumsumt. Ah, ist cool. Ah. Sieht aus echt wie echtes. Riecht auch ein echtes. Cool. Da ist die Küche, Kombüse.
Kombüse. Oh. Jetzt sind wir enger. Oh. Besser ist die abkappen. So. Was? Wahnsinn. Das ist ja schlimmer als das echte. Cool. Geht außen rum, aber schwarz. Das ist ziemlich eng. Lauf außen rum. Lass einen Ausgang, kannst du außen rumlaufen. Da gibt's noch so eine Luke. Eine Drau. Sehr nobel hier. Da ist noch so eine Luke. Es ist für mich so schwer. Hier kann lauf außen rum. Vorsicht, das war's dann. Danke. Das hat ein echtes U-Boot nachgebaut. Ja. Achtung, geht's wieder runter. Stufe. Achtung, Stufen. Wie die dazu gekommen sind? Ja, ich habe halt die Stellenanzeige gesehen. Ich wohne in der Nähe. Das ist gut. Ja. Okay, wer hat denn alle 17 Betten gezählt? 17 ist richtig. Es war übrigens auf echten Kriegs-U-Booten immer so, dass man sich mindestens zu zweit ein Bett teilen musste. Also wenn der eine geschlafen hat, hat der andere gearbeitet, dann hat man sich abgewechselt. Das Ganze galt aber nicht für den Captain, der hatte normalerweise immer seine eigene Koje. Wir waren jetzt gerade in einem U-Boot, ganz tief unten im Meer, deshalb geht's weiter. Das ist ein U-Boot, ein Modell. Man kann sagen, auch ein Mann-U-Boot. So ist einer ein U-Boot gibt, nur als Modell umgebaut, weil ein Mann kann man steuern. Für die Filmkulisse, Filmdreh, das U-Boot. Und mehrere Modelle. Also, das ist ein Modellschiff, muss erfahren, wie ein Mann-U-Boot. Ich habe gesagt, da gibt es mehr Modelle und dann sind wir auf der Drehreihe in der Brücke gewesen. Und das Wiki-Schiff von Wiki, auch von Michael Bulikabik-Film, ist leider verschimmelt. Und die Häuser dazu auch. Und die anderen, da wo das in Wallachsee ist, wo dahingestellt worden sind, die waren ja eigentlich als Wanderkulisse. Aber das ist ja für eins hingestellt worden, aber für zwei hingestellt worden, weil das ist eigentlich das ein Durchschutzgebiet ist. Das nicht hingestellt, haben sie das aber anders hingestellt, nach der Drehbahn für den Tourismus, für Touris. Aber das wird jetzt abgerissen, weil einfach diese Häuser müssten restauriert werden, kostet 50.000 Euro und das wollen die nicht bezahlen, die Gemeinde, die wollen es wieder abreißen und daraus einen Badestrand machen. Also in dem Bereich können wir uns aufhalten, in anderen Bereichen muss man ruhiger durchlaufen. Aber es ist echt voll cool, es sind viele Kulissen, also viele, die sich Fotos machen kann, Selfies oder Videos machen für TikTok oder Instagram oder YouTube. Justus, over and out.